Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Dieses Mal fangen wir eine neue Staffel an, und zwar Staffel 6 müsste das jetzt sein. Hier auf dem Server. Dieses Mal, ja, wieder mit üblichen Mods, ein paar mehr. Man sieht hier schon komische Pflanzen von Pneumaticcraft, Rotarycraft haben wir drauf noch. Also 171 Mods momentan. Ausgewählte Mods natürlich. Gute Mods, keine 0815 Mods. Brauche ich nicht. Staffel 6, ja, Staffel 5 werde ich dennoch weitermachen. Ich habe hier aber vor, mit anderen Mods zu beginnen, deswegen dachte ich, mache hier eine neue Staffel. Oh Gott, nicht sehr gut. Und gucken wir mal, was da wird. Wir werden uns jetzt am Anfang mit ganz anderen Mods, mit neuen Mods beschäftigen. Nicht immer dasselbe wie IC und so, sondern mal neue. Ein bisschen angefangen habe ich schon. Das Übliche halt. Ein bisschen meinen. Die uninteressanten Sachen habe ich schon ein bisschen gemacht. Hier auch schon ein paar Sachen. Gut, hier habe ich einen Grinder, Grindstone von der Platte Chistich, und dann habe ich ein Autonomous Activator drin, weil ich dachte, vielleicht wenn ich den da mit Restklick mache, dann kann der das hier drehen. Macht aber leider nicht. Erze zum Beispiel, wenn wir jetzt noch Eisen hinmachen. Dachte ich vielleicht klappt das, aber leider nicht. Rechtsklick habe ich eingestellt, da habe ich auch schon alles mögliche versucht. Geht leider nicht, weil der anscheinend ein Item braucht, auch wenn ich ein Item rein tue. Macht dann nicht Restklick, weil er nicht theoretisch mit dem Restklick drauf mache, dreht sich. Funktioniert bei denen anscheinend nicht. Schade. Wäre eine coole Sache gewesen, aber okay. Auch egal. Müssen wir ja nicht haben. Gut. Ja, Mods haben wir, wie gesagt. So, Standardmods, was ist das eigentlich? Ah, Mechanismen. Quechtech und so ist wieder mit bei. Agekultur. Modliste werdet ihr dann in die Videobeschreibung bekommen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hierzu. Was ist denn das? Filter Lava in Thermal Boilers. Okay. Ob ich hierzu ein Modpack zum Download stellen werde. Vielleicht im AD Launcher oder so. Mal gucken. Vielleicht mache ich das sogar. Und stelle dann auch. Ja, die Welt kann ich nicht zum Download stellen. Das ist eine Serverwelt. Da spielen auch nur andere Leute mit, und das wäre dann doof. Na, mal gucken, vielleicht. Lass ich mir da was einfallen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das am. Oh, ist ja kaputt gegangen. Wie ihr das am besten gerne hättet. Natürlich wollen die meisten dann das Modpack. Da muss ich aber noch gucken, wie ich das mache mit dem Modpack. Da hat doch mal ein bisschen Petroleum rein. Wo habe ich denn das hier? So. Vier Stück, ja. So, dann können wir da noch den Stein durchschmelzen. Ist doch egal. Na, wobei, zuerst das Eisen ist wichtiger. Dann gucken wir mal. Hier haben wir schon unser ersten Mod, mit dem wir wahrscheinlich auch beginnen werden. Rotarycraft. Ein schönes Büchlein, das hat man von Anfang an. Und wenn man da Rechtsklick macht, hat man sozusagen eine Wiki in-game. Rotarycraft, ich kann ja mal zeigen. Rotarycraft fügt so viele neue Sachen hinzu, das glaubt man gar nicht. Hier oben sieht man 7 Seiten, ihr könnt ja mal überzählen. 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, 10, sind schon 90. 1, 2, 3, 4. 90 sind 117, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. 117 Item auf einer Seite und das 7 Mal, also wird man echt alten Graum, und hier sind die ganzen Erze nochmal. Hier so Clumps und Flakes. Was damit auf sich hat, das sehen wir das alles dann im Laufe des Let's Plays. Ich werde das Let's Play auch so gestalten, dass ich nicht alles im Let's Play zeigen werde, sondern ich werde jetzt ein bisschen zeigen, dann werde ich offline ein bisschen weitermachen und dann wieder mal zeigen. Also es wird nicht direkt so richtig Let's Play, wo ich alles zeige, sondern nur hin und wieder mal ein Video. So, das ist fertig. Jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen am Anfang mal, wenn ich das jetzt finde, eine sogenannten, ne, nicht Steel, sondern Blast Furnace. Hier ist er. Den brauchen wir am Anfang, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Buch drin ist. Ich habe mich mit diesem Buch noch nicht wirklich auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, da gibt's Radiant und wie heißen denn die ganzen Einheiten, na, warten, das sehen wir gleich da.
wir sehen hier, meist Maschinen brauchen Bauer, dann brauchen sie Drehzahl sozusagen. Und was war noch? Da gab es noch eine dritte Einheit. Also ich selbst kenne mich noch nicht so gut aus mit RoadDoublecraft, deswegen will ich es auch ein bisschen testen. Genau, da Rad pro Sekunde. Dann haben wir Kilowatt und Newtonmeter, genau, das war. Drei Einheiten, auf die wir achten müssen. Und da ich mit dem Motor ein bisschen rumspielen will und testen will, dachte ich mir, naja, mache ich gleich ein Video dazu. Pff, egal. Wenn es gefällt, gefällt es. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ich mache ja trotzdem die Videos, weil es mir gefällt. Und das ist ja alles, was zählt. So, Eisen. Werden wir auch brauchen. So, jetzt gucken wir mal, was brauchen wir für diesen Steamboiler da? Wo haben wir jetzt? Nicht Steamboiler, was sag ich denn immer? Blastfurnace meine ich. Stonepicks. Stonepicks. 7. Achso, hier können wir 9 raus, passt. 9 mal das und ein Redstone. So. Ein Redstone. Wie gesagt, ganz genau weiß ich noch nicht, wie die ganzen Mods funktionieren. Oder der Mod, um genau zu sein. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe mir da nur kurz Videos angeschaut und mehr auch nicht. Ich weiß nur, den muss ich jetzt irgendwo sicher hinstellen. Ich stelle den mal hier hin. Zack. Ja, hier steht eh schon oben. Der hat eine Temperatur von 30 Grad. Die Zeit und Temperatur passt nicht. Und hier innen haben wir. Ah, wenn wir auf Freizeit klickt, da steht ja eh schon alles. Bla bla bla. But 4 Bedrock Dust in the left one, stealing wood. Was? Bedrock Dust? Nee, nee, nee. Bla bla bla. Ah, da da dam dam dam. Button Sun, da dam. XP Berg Stealing Gott. Nee, das interessiert mich nicht, wie viel ich da XD krieg. Bla 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 bla, Coal, ja. Gunpowder, aha, okay. Sand. Mit Eisen, okay, das ist klar. Ab 600 Grad startet er. Was wird Coke? Mit Morph Slot Fuel of Iron. Bla bla bla, use make bedrock ingots to make that. Aha, okay. Keine Ahnung. Wir werden das anders machen. Auf alle Fälle brauchen wir hier eine Hitzequelle. Und dafür müssen wir einen Eimer machen. Wo sind denn eigentlich? Sonne. Da brauchen wir ja Bucket. So, da brauchen wir ja dann jetzt den Hammer, genau, den wollte ich machen. Zack, das weg hier. Und oh, die Platten. So, da brauchen wir 3 Platten, glaube ich, waren das, oder? Hallo? Bist du mir jetzt verarschen? Wie waren das jetzt? Untereinander, so war das. So, so und so. 1, 2, 3. Seid dann wieder quächtig. Da kommen wieder andere Platten raus, aber egal. Wir brauchen einen Eimer und dann brauchen wir Lava. Muss ehrlich sagen. Viel Lava habe ich noch nicht gesehen. Was wir aber als erstes machen müssen, irgendwo habe ich jede Menge Fleisch hier. Zack. Das werden wir mal durchbrutzeln hier. So. Dass wir was zu fressen haben. Dann geben wir den hier noch ein bisschen Fuel. Zack. So. Nicht alles aufbauen. Lava. Wo kriege ich jetzt Lava hin? Lava. Wir könnten in Nether gehen und hoffen, dass wir hier runterkommen. Was aber natürlich schwer wird. Oder... Nee, das ist auch blöd. Gucken wir mal. Wir müssen hier mal einen Wegpunkt machen. Home. Gruppe Home. Vielleicht haben wir mehrere. Und das passt. So, haben wir einen Wegpunkt. Wenn wir hier auf der Karte schauen, da ist was Rotes, ist aber kein Lava. Da scheint Öl zu sein oder so. Schauen wir mal Nether, nachdem wir Essen haben.
was es dort erwartet. Da gehen wir aber her und machen uns lieber ein Diamantschwert, denn sicher ist sicher. So, lass mal Steinschwert hier. Da machen wir ab. Nee, der. Zack. Oh, da haben wir Schlaber. Also nee, die kommt von oben runter. So, dann gucken wir mal. Die kann man nicht aufnehmen, außer wir gehen ganz nach oben, ne? Ich auch nicht. Die Rohstoffe lassen wir. Also Spitzhacke habe ich keine mehr. Ist natürlich doof, wenn ich jetzt ohne Spitzhacke hier niedergehe. Wisst ihr das eigentlich? Aber okay, daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Habe ich vielleicht irgendwas mit dem ich mir Spitzhacke bauen kann? Ja, habe ich. In Notfall. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich hier irgendwann Lava komme. Da unten ist Lava. Oh, das hört sich nicht gut an. Weg da oben. Aber hier unten war schön Lava, da will ich auch schön dazukommen. Hier runterschleudern werde. Zack. Zack. Dann mal Slash. Warp. Spawn. Da sind wir am Spawn hier. Und müssen in die Richtung, dass wir wieder nach Hause kommen. Ist leider. Warte mal. Hier will man gleich mal ein Spawn setzen. So. Oh, naja, so weit ist das gar nicht. Spawn. Das setzen wir unter die Kategorie Home, das passt. Weil das betrifft unser Haus. Oder unser Home. Das sind zwei Riesenbäume, die braucht auch kein Schwein, ehrlich gesagt. Was ist denn das? Ah, das brauchen wir hier. Mit Kuh können wir das pflanzen. Das ist vom Pneumatik-Höfger, ja. Da werden wir dann auch noch schöne Sachen machen. Ah, Agrikultur, das brauche ich nicht. Dann gibt es so wie die hier. Flying. Die fliegen davon. Wenn man die hier abbaut, zack. Fliegen die davon? Nein! Deswegen muss man sich da schön drüber stellen und mal kurz hüpfen oder so. Nur jetzt ist sie weg. Oder man schaltet einen Magneten an. Du gehörst mir. Zack. Lava brauchen wir. Was ist denn da? Achso, das ist der große Baum hier auf der Map. Dachte ich mir schon. Ah, hier war Eisen. Ich habe aber keine Schaufel mit gar nichts. Ich habe einen Knochen. Willst du einen Knochen von mir? Hä? Knochen? Nee, nee. Will er nicht, mag er nicht, tut er nicht. Was haben wir denn hier? Was kann man damit machen? Orange Farbe, Zucker oder hier im Bush Chamber Plastik. Okay, das Plastik brauchen wir dann wieder für die ganzen Maschinen und Bastel. Gut, gut. Dabei muss dann eh noch eine schöne Farm bauen müssen, mit der wir das alles automatisieren. Dum, dum. So. Das nehmen wir auch mit. Bisschen da Grünzeug. Wo sind wir denn zu Hause? Ganz da hinten irgendwo. Gibt's doch gar nicht. Müssen wir jetzt über den Berg drüber oder was? Bin ich ja nie gewesen. Eine schöne Schlucht. Uah. Hä? Okay, doch so weit. Gar nicht gedacht. Dass es so weit war, da werden wir uns dann schauen, auch eine schöne Zugstrecke mit Traincraft bauen. Traincraft ist ja, hat ja mittlerweile eigene Zugstrecken, also Züge, nicht Züge, Schienen, das meine ich so. Ja, und die sind cool, man sieht schon 4x4, das sind langgezogene Kurven und die sind gar nicht teuer. Einfach ein bisschen Steel-Ingot, dann kriegt man 32 raus. Und Steel-Ingot sollte ja nicht schwer herzustellen sein dann. Wir bauen jetzt wohl ein Blast-Furnace, aber der Blast-Furnace ist nicht der, den ihr glaubt, dass es ist. Das ist wieder ganz ein eigener. Außer es gibt Leute natürlich, die mit dem Mod schon was zu tun haben. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sich mit Router-Request sehr gut auskennt. Der kann ja dann gerne mal bei mir auf dem Teamspeak vorbeischauen und mir das ein bisschen genauer erklären oder vielleicht auch im Server mitspielen, wenn er will. Dem Modpack. Aber da muss ich halt vorher mal auf Teamspeak melden und mir das alles mal genauer erklären, damit ich das ein bisschen verstehe.
Wie gesagt, vielleicht kann man dann mitspielen oder auch mit zusammen Let's Play Together machen oder so. Oder ein Let's Play einbinden zumindest. So, dann machen wir die ganze Seeds hier rein. Ich weiß gar nicht, wo ich die anderen hatte. So, 100.000 verschiedene Seeds, die dazu. Vielleicht können wir auch dazu hauen und den Rest brauchen wir eh dann. So, die Lava muss, so viel ich noch weiß, unter den Blast Furnace. Ich hoffe, dass es stimmt. Ich hoffe wirklich, dass das stimmt. Genau, jetzt steigt die Temperatur. Yeah. Was wir jetzt brauchen, ist das, was wir nicht haben. Gunpowder. Sulfu haben wir auch nicht. Das Buch haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es mal für die Folge sein. Ich werde mal schauen, dass ich Gunpowder organisiere. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit kann der hier aufgehitzt werden. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, wenn sich einer mit roter Request sehr gut auskennt, schaut in die Videobeschreibung im Forum rein. Dort ist der Link zum Teamspeak und da einfach mal vorbeischauen oder mich anschreiben. Dann kann ich euch freischalten auf Teamspeak. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao Leute, bis dann.